Lucan, Feuer einstellen! Das ist Lakshmi Bai, die Anführerin der Rebellen. Sie ist deine Komplizin? Hast du deinen Verstand verloren? Ich könnte das Gleiche fragen. Man könnte meinen, dass du mich in einen Hinterhalt der Rebellen gelockt hast. Und mich zu meiner Verhaftung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir brauchten Hilfe und ich konnte mich nur an sie wenden. Das ist Irrsinn. Du bringst den Kern unseres Ordens in große Gefahr. Alistair, du musst mir vertrauen. Du wolltest unbedingt Beweise haben. Sie war mit mir in Blackwall. Sie hat gesehen, was ich gefunden habe. Du willst mir erzählen, sie hat geholfen, die Docks der Vereintes Indien Company zu zerstören? Mein Vater hatte recht, das war ein terroristischer Anschlag. Sie hat dich benutzt! Sie machte mich auf die Verschwörung aufmerksam. Und wenn wir das hier durchziehen wollen, brauchen wir ihre Hilfe. Was, wenn du falsch liegst? Dann übernehmen sie und ich die Verantwortung. Und tragen die Konsequenzen. Wie Mallory. Ich hoffe, du hast recht, Gray. Ich will nicht entdecken, dass du auf der falschen Seite stehst. Ich auch nicht, Bruder. Gefunden! Am anderen Ende der Lobby! Oh nein! Werfe Rauchgranate! Ach nö! Wir können auch Granaten werfen. Wir wachen auf der anderen Seite. War hier nicht noch so ein komischer Typi? Schieß doch mal! Das Ziel ist von Deckung. Lass mich doch mal hier hin, ey. Mein Ohr juckt. Und ich höre nichts mehr. So. Ziel erledigt! Ich glaube, ich habe die Helmchen habe ich mit den Schützen, mit den Shotgun-Fuzzis verwechselt. Okay! Was ist das denn, ein Pferd? Ich finde Pferde blöd. Der ist cool. Der darf bleiben. Können wir den kaputt schießen? Oh. Ich will ihm die Nase kaputt schießen. War daneben. Schon wieder daneben. Nun. Okay. Ist das ein Boot? Ja gut, dann... Oh, da war Munition. Okay, das war dann doch eine Granate wahrscheinlich. Ein Flügel. Dann geht's mal weiter nach oben. Hier durch. Über den Balkon zum Hof. Nicht zum Balkon, erst hier hinten hin, weil hier ist noch ein Döschen. Das Ramayana. Ramayana. Hört sich so nach Ramadan an. Das da. Es regierte der gute und verehrte Dasaratha. Mit großer Zuneigung das Land und die Stadt. Wohlgeschult in den heiligen Schriften, strebte er mit Macht, Tapferkeit und Glück nach dem Wohle seines Königreiches. Er war der Stolz von Ikshvakus Samen, wegen seiner erhabenen Gedanken
und seiner rechtmäßigen Taten, wegen seiner Strebsamkeit gegenüber den Heiligen, seiner ruhmreichen Tugend, den unterworfenen Feinden und der gezähmten Leidenschaften. Es gab keinen Rivalen für Dasarata, der es in unermesslichem Reichtum mit ihm aufnehmen konnte. Außer Indra und der Gott des Goldes. Er regierte wie Manu, der erste aller Könige, und versorgte bewunderungswürdig seinen Staat. Sicher, gerecht und immer wahrhaftig behielt er Liebe, Pflicht und Gewinn im Auge und herrschte über seine Stadt, reich und frei, wie Indra über Amaravati. Eines solchen wunderbaren Ortes würdig lebte dort ein gerechtes und glückliches Volk, welches mit Scharen von Kindern gesegnet war. Weder suchte ein zufriedener Mann nach mehr, noch verlangte er neidvoll nach den Vorräten eines Reicheren. Armut selbst war unbekannt. Gut, dann geht's jetzt ab auf den Balkon und da gibt's dann auch nochmal eine dicke Schießerei. Im Hof! Wo seid ihr denn? Ja, ich bin auch schon. Wache getroffen! Mist! Aus dem Keller kommt noch mehr von ihnen! Einer von ihnen hat ein Termitgewehr! Finley! Termit! Okay, keine Munition. Ich brauche Munition. Verdammt! Wollte ich schon sagen, wenn der jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall getroffen. Der Weg, wo wir eben lang gelaufen sind. Eine kurze Atempause. Glaube ich. Wie, was gehen wir? Schon fertig, Geralt, oder was? Hilf mir mal bei den Türen. Tatsache. So, alte Waffe dir mitnehmen. Ist das? Was ist das? Achso, das ist die gleiche, die ich habe. Bereit? Die Bibliothek ist gleich da hinten. Eine Rüstung. Ein Teeservice aus Edelstahl oder so. Oh, ich glaube, hier war auch noch irgendwas. Ja. Eine Zeitung. Rebellen verbreiten auf Westminster Bridge Angst und Schrecken. Wut, wut. Aber sonst mal hier nichts. Was haben wir denn hier noch Feines? Tischdeko vielleicht? Eine Uhr. Wie viel Uhr haben wir? Hat keine Zeiger. Okay. Ein paar Bilder. Noch Bilder. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Gut, dann machen wir mal der Türchen auf. Bibliothek durchsuchen. Achten Sie auf Ladelisten, Bestellungen, Warenverzeichnisse. Alles, was die Kompanie mit den Halbblutlieferungen verbinden könnte. Okay. Was ist das hier überhaupt? Es ist ein... Wie sollen wir das alles durchsehen? Ganz ruhig, Finley. Ein Ding, was jemanden auffrisst. Ist das ein Schwein? Weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das sein soll. So. Das wird jetzt auf jeden Fall auch wieder ein bisschen langatmig. Oh. Dear Lord Hastings, I write to you in this moment of Triumph. In order to inform you of a discovery during my expedition of Half-Breed
Regiments. Das ist so schwierig zu lesen, ne? Ich kann's. Von wann ist es denn? Oktober. 2. Oktober 82. Wer es geschrieben hat, weiß ich auch nicht. Chester, irgendwas. 55 D. K-H-E. 555 Nase. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier diese Schränke durchsuchen. Wo nichts drin ist. Ja, ist gut. Mach zu. Ich weiß leider nicht mehr, wo die ganzen Sachen waren. Deswegen müssen wir jetzt alles öffnen, was geht. Aber hier ist schon mal gut. Hier gibt es gar nicht viel zu öffnen. Hier ist nochmal was. Ich glaube, hier war sogar was drin. Oh, guck mal, ein Döschen. Was haben wir denn da? Testament des Captains. Dies ist das Testament von Captain Emmerich Duncan Douglas. Ehemaliger Offizier der Königlichen Dragonerwache, verfasst am 27. Juli des Jahres 1886. Ich schwöre, gesunden Verstandes und Körpers zu sein und erkläre das Folgende aus freiem Willen. Meine teuerste Emma, ich hoffe, dein Herz wird mir irgendwann vergeben können. Ich kann nicht mehr der Ehemann sein, den du verdienst. Ich wünschte, ich könnte meine Dienstzeit beim Korps des vereinten Indien ungeschehen machen. Denn die Dinge, die ich erlebt und getan habe, werden mich mein Leben lang verfolgen. Auch wenn mich dein Glaube für meine Taten in die ewige Hölle verbannt hätte, weiß ich jetzt, dass kein solcher Ort existiert. Noch der Himmel, nach dem wir alle streben. Gott, wenn es je einen gab, hat uns vor langer Zeit verlassen. Dir, meiner Frau, hinterlasse ich den Sitz meiner Familie in Surrey und alles, was darin ist. Meinem einzig wahren Freund Sebastian hinterlasse ich den Inhalt meines Tresors. Sag ihm, dass er die ganze Zeit recht hatte. Darin wird er finden, was er sucht. Hey! Was machen Sie hier? Halt! Nein! Emma! Emma! Ist Sebastian der, Percival? Ich meine schon, ne? Was hat der gewusst, was wir nicht wussten? Beziehungsweise, was er uns noch nicht gesagt hat. Oder hat er uns das gesagt und ich kann mich nicht mehr daran erinnern? Das kann natürlich auch sein. So, das sieht auch nach nichts aus. So, gibt es noch eine andere Seite. Man kann hier leider auch nicht rennen, das ist ein bisschen doof. Oder war hier hinten noch was? Ist aber, glaube ich, nur unser sammelbares Zeugs. Ja. Ein Bild von einer Statue. Nee, das ist die Freiheitsstatue, oder? Weil die hat ja auch so ein komisches Krönchen auf. Also es sieht nach der Freiheitsstatue aus. Aber nach der kleinen, die in steht die in Frankreich? Oh Gott. Oh, was habe ich jetzt gesagt? Ich meine, die hätten die von den Franzosen bekommen. Auguste Bartholdi. Ach Gott, das ist wieder französisch. De Wand, Seis, Ateliers, Pavsins. Ich kann da nicht lesen. Aber es ist gut, es steht in Französisch drauf. Das heißt, dass sie die doch vielleicht von den Franzosen bekommen haben. Ich meine, die hätten die von den Franzosen bekommen.
Die große. Und dann haben die noch in Frankreich, glaube ich, irgendwo eine kleine stehen. Weil da war der Kopf eben gerade, der war nicht so groß, dass man da reingehen hätte können. Weil ich meine, in New York könnte man die Freiheitsstatue besuchen. Also oben auch im Kopf drinne. Kann man da reingehen, meine ich mal.